wieder ein Food Haul und yay! Diesmal an einem Donnerstag. Ich habe es endlich mal wieder geschafft. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich die Woche Urlaub habe. Auf jeden Fall war ich beim Kaufland und beim Lidl einkaufen. Warum beim Lidl? Weil ich im Kaufland so viele Leute getroffen habe, die ich gekannt habe. Und dann habe ich die ganze Zeit gequatscht und gequatscht und die Hälfte vom Einkauf vergessen. Das ist mir dann erst an der Kasse aufgefallen, wo ich dann meine Einkaufsliste nochmal angeschaut habe. Weil die ganze Zeit habe ich die ganze Zeit gequatscht und gequatscht und gequatscht. Und ja, dann wollte ich auch noch nicht nochmal meine ganzen Sachen vom Band runterräumen. Und dann dachte ich mir, ach komm, egal, fahre ich nochmal kurz zum Lidl. Ja, deswegen war ich beim Kaufland und beim Lidl. Ich fange mal mit Kaufland an. Da kamen einmal Bananen mit für 99 Cent das Kilo. Unsere, die kommen auch gerade immer mit, aber die werden gerade sehr gern gegessen. Bifi Nachmache für jeweils 49 Cent. Sahnesteif kam mit für 35 Cent, weil ich zwischendrin immer ganz gerne backe und das brauche ich immer, vor allem für meinen Maulwurfkuchen. Eine Gurke kam mit, 75 Cent kostet die gerade. Dann kamen gefrorene Maiskolben mit. Waren reduziert auf 75 Cent und ja, kann man immer im Tiefkühler haben. Mögen hier alle gern, außer ich. Ich mag das irgendwie nicht so gern. Der Bauerjoghurt ist im Angebot für 39 Cent. Der große Bauer, ne? Bierschinken kam wieder mit für 1,19 Euro. Salat. Kidneybohnen sind die Woche im Angebot bei Kaufland für 33 Cent. Also ganz viele Konservendosen sind gerade die Woche. Deswegen kamen auch zwei mit. Brauchen wir immer. Wir essen ja voll gern Chili con Carne. Mais auch im Angebot für 39 Cent. Also ganz viele Dosen. Da müsst ihr mal gucken. Wie auch Thunfisch für 99 Cent. Ja, ich habe voll Bock auf den Thunfischsalat. Keine Ahnung. Ich mag eigentlich generell keinen Fisch. Aber Thunfisch mag ich komischerweise. Ja, der kam mit für 99 Cent. Oh. Dann war der Bio-Blütenhonig reduziert auf 2,10 Euro. Und ja, da mein alter Honig irgendwie so kristallisiert schon ist, dachte ich mir, es wird Zeit für einen neuen. Und wenn der eh gerade reduziert ist, dann können wir den ja mal mitnehmen. So. Nächste Tüte. Unsere geliebten Barilla-Nudeln sind im Angebot für 69 Cent. Kam auch nur eine mit, weil wir haben eigentlich nicht mehr. Aber wenn die im Angebot sind, muss dann mindestens eine Packung mit, ne? Snack-Salamis für 1,99 Euro. Studentenfutter kam mit für 1,59 Euro. Tue ich voll gerne in die Brotzeitbox von meiner Großen. Oh, jetzt kommt da nichts mehr raus. Von McCain. Die Smileys sind im Angebot für 1,11 Euro. Oh, da kam wieder Aufbackbrezen mit für 1,29 Euro. Zeige ich es euch nicht mal richtig rum? Nein. Prima. Eine Milch kam mit für 62 Cent. Ajax Tip Top war auf 48 Cent reduziert und ja, ich glaube schon, dass das ja, Tip Top oder ist das? Oh, ich dachte, das ist Spülmittel. Streifenfreier Glanz von Fenster bis zum Boden. Glanzspiritus für schnelles, trockenes Glas, klare Sauberkeit. Okay, ja, keine Ahnung, was ich damit jetzt mache. Ich dachte, das ist Spülmittel. Ich habe mir eh schon im Laden gedacht, warum ist denn das so flüssig? Aber ich dachte mir, ah ja. Okay. Mayonnaise kam mit für 95 Cent. Dann war dieses Putenschnitzel reduziert auf 1,49 Euro. Ja, das muss man auch noch selber panieren. Was für ein Blödsinn, aber naja, gut. Ja, habe ich mitgenommen. Dachte mir, das gibt es dann heute Abend wahrscheinlich mit vielleicht Bratkartoffeln dazu. Mein Mann hat sich Steaks gewünscht, dann hat er gleich hier so einen Familienpack bekommen, über ein Kilo. Das Kilo hat 3,59 Euro gekostet, also voll günstig, ne? Oh, es gab auch nur diese Familienpackung. Ich dachte mir vielleicht so zwei Stück oder so, aber gab es nicht. Hoppala! Dann kam einmal, ja, ich stehe gerade wieder voll drauf, diese Disco-Biscuits-Dinger da, mega lecker, 1,29 Euro und ich sag's euch, die sind mega, mega, mega gut. Ja, hab mich jetzt immer zusammengerissen, hab sie nicht gekauft, aber ja, außerdem ist unser Süßigkeiten-Schrank fast leer, also es mussten ein paar Süßigkeiten mit. Was ich euch auch fragen wollte, ich habe gestern eine Art Lebenslauf gedreht, also
ich erzähle ein bisschen was von mir, meine Geschichte. Ihr fragt sie immer voll viele Fragen, was ich vom Beruf bin, was ich für eine Nationalität bin und sowas. Erkläre ich einfach in diesem Video. Es ist auch schon fertig und das habe ich sogar schon hochgeladen auf YouTube, allerdings auf privat gestellt. Jetzt wollte ich euch fragen, ich habe ja jetzt schon eigentlich für die Woche, wenn jetzt das Food Diary am Sonntag noch kommt, habe ich ja insgesamt schon 3 Videos, das sind ja schon viel. Soll ich das, diesen Lebenslauf morgen mal hochladen oder soll ich bis nächste Woche warten und ihn dann erst hochladen? Weil ich will ja nicht, dass ihr voll gespammt werdet, also oder ob es euch überhaupt interessiert. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare, falls ich das Video morgen schon hochladen soll oder lieber erst nächste Woche. Nicht, dass ihr voll gespammt von mir werdet, gell? Ein Golden Toast, auch dieser Golden Toast ist gerade im Angebot für 79 Cent. Ja, der andere kostet 69 Cent, der billige. Und wenn der Markentoast im Angebot ist, dann nehme ich natürlich den Markentoast mit. Die 10 Cent investiere ich dann. Wobei ich finde eigentlich, dass die sehr ähnlich schmecken. Aber naja, ist halt die Marke, ne? Dann nimmt man den Markentoast mit. Double Star kam mit für 1,11 €. Dann bei der frische Wursttheke kam einmal mit Kalbsleberwurst. Pro 100 Gramm kosten da 49 Cent und Schinkenbeißer kamen mit pro 100 Gramm 89 Cent. Auch gerade die Woche im Angebot. Dann kam einmal eine Baby Vita Kindermilch mit für 3,95 €, wie jede Woche. Eier kamen mit für 1,19 €. Die Frosterkräuter sind gerade im Angebot für 49 Cent. Kommen natürlich auch mit. Dann habe ich ein Landbrot, das war um die Hälfte reduziert, für 49 Cent mitgenommen. Dann Balsen, ABCs, also russisches Brot, schmeckt voll lecker. Auch gerade im Angebot für 79 Cent. Nutzstars, Snickers Nachmache, geht gerade immer. 1,15 €. Also geht gerade immer, weil ich esse. Wiener Lecker mit 2,59 €. Salat. Nochmal die Dose Mais, 39 Cent. Eine Dose Mandarinen, 69 Cent. Ja, so Dosen sind ganz praktisch mit vorne, finde ich. Ja, das Gläschen, das Gemüsegläschen, wo meine kleine Folge gern isst, wie ein Joghurt, ne, kam natürlich auch mit für 45 Cent. Der Müller Milchreis ist im Angebot für 29 Cent gerade. Dann kamen noch so 2 Früchte-Riegel mit, jeweils 35 Cent vom Baby Vita. Dann kam Schnitzel mit. Ja, wir lieben Schnitzel, also wird es die Woche wieder Schnitzel geben. Die sind gerade im Angebot 2,99 € das Kilo. Sehr günstig. Ja, ist auch noch bis zum 13.02. haltbar, also ewig. Ewig, ewig, ewig. So. Und dann kam bei Kaufland noch Cola Light mit. Die Flasche jeweils 39 Cent. An einem super Samstag, also in 2 Tagen, ist die Cola Light und Cola und alles für 33 Cent im Angebot. Aber ich bin froh, wenn ich nicht Samstag einkaufen muss. Ich sag's euch, es war so chillig, an einem Donnerstag einkaufen zu gehen. Es ist einfach nicht viel los. Du schlenderst durch den Laden. Ja, deswegen habe ich wahrscheinlich die Hälfte vergessen. Du triffst ganz viele Leute. Die ganze Zeit habe ich gequatscht. Na, egal. Das war der Kaufland-Einkauf. Beim Kaufland habe ich ausgegeben, ich habe mir den Kassenzettel extra nicht unter den ganzen Einkauf diesmal gelegt, 46,10 €. Und jetzt kommt noch der Lidl. Der Lidl kam auch ein paar Sachen mit. Da kam zum Beispiel einmal die Leona mit für 69 Cent. Die war gerade im Angebot, dachte mir, oh, dann nehmen wir die einmal mit. Ne? Dann kam mit Hippo, Happy Hippo. Kam mit für 1,49 € und gratis testen. Also wird der Kassenzettel und der Coupon, also dieses Rabattcode hochgeladen und dann kriege ich die 1,49 € wieder zurück. Ja, das war so der Hauptgrund, warum ich das mitgenommen habe, weil gratis testen, was machen wir doch immer gerne, ne? 1,49 €. Machen, haben wir gern. Semmeln kam einmal mit, pro Semmel 14 Cent, 5 Stück sind es geworden. Ich finde wieder hier keinen Platz. So, Almi-Joghurt, die Quetschis und auch der normale Joghurt ist im Angebot beim Lidl für 29 Cent. So, Quetschi-Dinger da. Ja, dann habe ich Samen gesehen und ihr wisst ja, wir haben einen Riesengarten und ich liebe es, Sachen einzupflanzen. Und dann habe ich schon mal vorgesorgt, also Kohlrabi. Kohlrabi ging letztes Jahr auch voll gut. Ich hoffe, dieses Jahr dann auch wieder. Aber momentan liegt immer noch so viel Schnee.
Truthahnfleisch kam auch wieder mit. Das kostet beim Lidl nur 1,49 Euro. Beim Kaufland 1,69 Euro. Aber ich denke nur, dass die halt nicht immer im Sortiment haben und deswegen günstiger ist. Egal. Aber damit machen wir immer unser leckeres Nudelgericht. Dann kamen natürlich zwei Krapfen mit und, so, und sogar ist da ein, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, ein Krapfenherz dabei. Cool, oder? Ja, Valentinstag kommt. Je Krapfen 49 Cent. Dann kamen, kamen nochmal Samen mit. Einmal Karottensamen und einmal Radieschensamen. Habe ich gesagt, wie viel die Samen kosten? Jeweils 19 Cent. Ja, Radieschen kam letztes Jahr auch mega, mega gut. Und Karotten auch. Also deswegen, das wird einfach in mein Hochbeet getan. Das ist relativ einfach. Du tust ins Hochbeet, ein bisschen Erde drauf. Gießen tut sich von allein. Ich bin nicht so der Ultragießer. Ab und zu habe ich mal wieder gegossen, aber diese Sachen, auch der Kohlrabi, die wachsen von allein und das ist eine super große Freude für die Kinder. Und ich finde auch für die Kinder das voll wichtig, dass die auch wissen, dass Obst und Gemüse nicht vom Supermarkt kommt, sondern aus der Natur. Ne? Deswegen finde ich das selber sehr interessant und meine Kinder lieben das auch voll. Und vor allem zu essen, die Gurken und die Paprika, ich freue mich schon. Ja, es könnte jetzt langsam Sommer werden. Auf jeden Fall kam damit Fruit Snack, das habe ich zum ersten Mal beim Lidl gesehen. Einmal mit Erdbeergeschmack, einmal mit Heidelbeergeschmack. Ohne Zuckerzusatz, ja, perfekt, jeweils 99 Cent. Schoko-Croissants kamen mit für 99 Cent, auch die zum Beispiel habe ich beim Kaufland vergessen. Wie auch Milchbrötchen wollte ich beim Kaufland mitnehmen, habe ich auch nicht mitgenommen. Habe ich jetzt beim Lidl mitgenommen für 99 Cent. Und dann kamen noch Mini-Brötchen, keine Ahnung, für 1,49 mit, also so Schokobrötchen würde ich sagen. Ich habe keine Platz. Nochmal zwei Quetschis, jeweils 29 Cent. Und ein Almi-Joghurt, also auch die normalen für 29 Cent. Da ist mehr drin, also da sind 150 Gramm drin und in diese Quetschis sind nur 100 Gramm drin. Genau. Das war's beim Lidl und beim Kaufland. Oh, achso, beim Lidl habe ich ausgegeben. Ich kann es euch sagen. Beim Lidl habe ich ausgegeben 12,82 Euro. Ja. Es war wieder unser Wocheneinkauf. Ich hoffe, euch hat der Food Haul wieder gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen und ein kostenloses Abo, damit du keine Videos mehr von mir verpasst, würde mich auch voll freuen. Was mich auch mega freuen würde, wenn du bei Instagram bei mir vorbeischaust, aber das sage ich hier jedes Mal. Und dann wünsche ich euch einfach ein wunderschönes Wochenende, kann man ja noch nicht sagen, weil wir heute erst Donnerstag haben. Ne? Einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao! So, weil es ja gefragt von euch worden ist, ob ich mal die Masse zeigen kann, was ich eigentlich so insgesamt alles eingekauft habe. So sieht das nämlich hier aus. Zeige ich euch das natürlich gern. Genau. Und dann ist hier noch unten die Cola Light. Ja, das war der gesamte Einkauf bei Lidl und Kaufland.